weiß ich, alles wird gut. Alles wird gut. Wenn du bei dir bist, dann bist du nicht allein. Du bist nicht allein. Glaube an dich. So. Ach ja. Also. Ich kann mir gar nicht klar mit dem. Ah, jetzt sieht man die Gitarre doch nicht noch. Ich dachte, man sieht. Hallo. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So ist mir natürlich lieber. Aber das geht so nie richtig, da bin ich nie richtig drauf, ne? Oder so, so geht's. Das ist aber dämlich. Na gut. Ja, das ist noch ein bisschen. Ich nehme das Video jetzt zum dritten. Jetzt ist das hier so groß im Vordergrund. Das ist doch bescheuert. Ja, entweder man sieht die Gitarre. Ich muss jetzt schon so spielen. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Video nehme ich jetzt zum dritten Mal auf. Die Lichtverhältnisse waren immer so schlecht. Und die Kameraeinstellung, also es war nicht optimal. Mal sehen. Du bist stärker, als du denkst. Du hast so viel Kraft in dir. Du bist stärker, als du manchmal von dir denkst. Du bist nicht allein. Das Singen und Summen tut dir gut, auf jeden Fall. Also diese Klänge, die können auch heilsam sein, können entspannend sein, auf jeden Fall. Und es tut uns einfach gut. Also das ist für deine Seele, für deinen Körper und für deinen Geist gut. Jeder Ton hat eine Frequenz, eine bestimmte Frequenzschwingung. Dieser tiefe Ton, das E hier, hat 80 Schwingungen pro Sekunde. Und das hohe E hat 380 Schwingungen pro Sekunde. Und das hohe E klingt fröhlicher und lustiger. Und das tiefe Brummen beruhigt aber auch. Denk mal an den Teddybär, der dich beruhigt hat früher. Oder bei Meditation wird ja oft das Om, dieser tiefe Brummton genommen. Also das beruhigt auch. Und so hat jeder Ton auch seine Wirkung auf unseren Körper und Geist und Seele. Und das ist das Angenehme und Entspannende. Und es tut einfach gut. Und es macht auch Lebensfreude, wenn du vor dich hin summst oder vor dich hin singst. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Sinn und Zweck von einer Affirmation oder einem Mantra. Du bist nicht allein. Du bist stärker.
Affirmation und Mantra sind ja ähnlich. Beides sind ja Sätze, die man sich immer wieder aufsagen kann oder lesen kann, sich somit verinnerlichen kann und auch dadurch seine Gedanken in eine gute oder positive Richtung lenken kann, was der Heilung oder der Milderung der Symptome oder auch der Vorbeugung förderlich sein kann. Es hat nichts mit positivem Denken und bla 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 zu tun. Nein, es ist sogar erwiesen, dass bei ständigen Wiederholungen im Gehirn neue Strukturen, neue Verbindungen bilden, die auch andere Denkweisen und Handlungsweisen, Handlungen nach sich ziehen. Und so kommt es dann auch zur Verbesserung in deinem Alltagsablauf. Wenn du in dir ruhst, dann bist du nicht allein. Wenn du ganz bei dir bist, dann bist du nicht allein. Wenn du ganz bei dir bist, dann bist du nicht allein. Affirmationen und Mantrasätze, also diese Sätze, sind eine Möglichkeit von vielen. Aber wenn du schon unter Symptomen leidest, bist du sicher über jeden Strohhalm sozusagen dankbar und offen dafür. Das kann natürlich auch nicht von heute auf morgen wieder verschwinden. Hab also Geduld, Geduld mit dir selber. Wenn du bei dir bist, dann bist du nicht allein. Du bist nicht allein. Glaub an dich und du wirst Kraft bekommen. Für dich selber muss aber auch geklärt werden, woher der Schmerz, woher die Symptome oder das Symptom jeweils kommen. Oft sind die Ursachen dafür im Seelischen, in der Seele, in unserem Inneren, durch Prägungen und Verletzungen im Laufe unseres Lebens entstanden. Das kann natürlich auch nicht von heute auf morgen wieder verschwinden. Du kannst in dir ruhst, dann bist du so stark. Du bist stärker, als du manchmal von dir denkst. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Glaub an dich. Du bist nicht allein. Du bist stärker. Glaub an dich. Und wenn du verletzt worden bist, die Wunden heilen, es dauert. Hab Geduld mit dir. Geduld mit dir und verzeih dir selbst, du bist stark. Verletzungen heilen, es dauert oft seine Zeit. Hab Vertrauen in dich, du bist stärker, als du denkst. Hab Vertrauen in dich. Du bist stärker, als du oft denkst. Hab Vertrauen in dich. Du bist stärker, als du oft denkst. Du bist nicht.
das auch schon gemerkt, dass ich manchmal auch traurig war oder gar nicht so gut gelaunt und habe dennoch gesummt. Und dann war ich selber erstaunt darüber, dass ich dann sogar noch Lust hatte drauf zum Summen oder zum Singen. Ne? Also das ist manchmal auch ein Wunder und das ist vielleicht auch eine Art Selbsthilfe von dem Körper-Geist-Seele-Konstrukt, was wir als Menschen sind, von diesem Körper-Geist-Seele-Konstrukt, was wir als Menschen nun sind, der behilft sich dann auch irgendwie selber, ne? Und kommt, versucht dadurch in bessere Laune oder bessere Stimmung zu kommen. Ne? Und so habe ich das einfach versucht mit dem Summen und dann immer versucht, dass das zu den Akkorden passt. Und habe dann auch selber schon ein bisschen kleine Melodien erfunden oder sind mir dann so eingefallen. Hab Vertrauen in dich, du bist stärker als du denkst. Du bist nicht allein. Wenn du in dir ruhst, dann bist du nicht allein. Wenn du ganz bei dir bist, dann bist du nicht allein. Wenn ich ganz bei mir bin, dann bin ich nicht allein. Wenn ich ganz bei mir bin, dann bin ich auch nicht allein. Wenn ich ganz bei mir bin, dann bin ich nicht allein. Wenn ich ganz in mir ruhe, dann bin ich nicht allein. Dein Herz schlägt für dich in jedem Augenblick. Dein Herz schlägt für dich in jedem Augenblick. Du bist beim Singen auch gezwungen, Luft zu holen, also gut zu atmen. Und das macht dann auch die Sauerstoffversorgung für den Körper, für die Organe ist dadurch auch besser. Und du bist auch gezwungen, halbwegs gerade zu sitzen. Also ich mache manchmal zwar, merke ich auch, wie ich über die Gitarre dann so hänge, aber zum Singen und zum Summen brauchst du Luft und Atem. Und durch dieses Atmen, diese gute Sauerstoffversorgung dann wieder für deinen Körper und Geist und Seele ist auch gut und wichtig. Ist auch gut und wichtig. Und damit geht es dir dann insgesamt auch besser. Hm. Wenn du ganz bei dir bist, dann bist du nicht allein. Also es sind die einfachen G-Dur. D-Dur und C-Dur. Und das sind Griffe, die auch wirklich für Anfänger oder generell geeignet sind. Die sind so einfach. Und dann kannst du einfach da losklimpern und dir selber Freude machen damit. Und kommst damit auch zur Entspannung. Und Entkrampfung und damit auch Vorbeugung vor Schmerz und Verspannung. Zumindest vor Verspannung und als Verspannung wird ja oft Schmerz. Ne? Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Auch zur Entspannung und zur Schmerzvorbeugung. Ist es für dich auch gut?
und macht dir vielleicht auch Freude, einfach das Zuhören und Zusehen. Und vielleicht hast du auch Lust, dann selber mal es zu probieren. Es ist ganz einfach. Glaub mir. Und es macht auch Freude. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.